Saubere Schnitte. Und sie haben ihre Waffen nicht gezogen. Das scheint mir Eltariels Werk zu sein. Sie handelt unüberlegt. Einige dieser Orks hätten gute Gefolgsleute abgegeben. Wir müssen sie finden, bevor sie all unsere potenziellen Rekruten erlegt. Allerdings, wenn sie es täte, bräuchten wir auch keine Armee. Tja, und da sind wir wieder zurück. Nach dem Essen. Munter. Voller Vorfreude. Und gespannt, was alles noch so kommen wird. Schauen wir mal, was Eltariel hier so angestellt hat. Wie viele sie noch umgebracht hat. Mhm. Wenn du nach Ringgeistern suchst, kommst du zu spät. Doch bevor ich ihn angriff, sprach er mit einem Ork, der anders als die anderen war. Es sind Würmer in der Nähe. Vielleicht können sie uns sagen, was vor sich geht. Falls wir sie lebend fassen. Du entscheidest nicht, wen ich am Leben lasse, Ringschmied. Das solltet ihr beide nicht vergessen. Die Welt der Menschen hat sowas wie uns noch nie erlebt. Uns beide. Ja, mal helfen, wenn ich das aufliege, verdammt nochmal. Dein Krieg ist vorüber. So. Oh. So, einmal diesen. Hallo? Die Nazgul haben Umgang mit besonderen Orks. Wer sind sie? Ja, sie werden Auserwählte genannt. Ja, aber ich weiß nicht, wofür sie auserwählt wurden. Schade. Aber Auserwählte, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Bin ich mal gespannt. Mal einen Weg durchbahnen hier. Machen wir hier hoch. Ruhe. So, jetzt ihn hier. Hallo? Was ist der Zweck der Auserwählten? Sie schützen die Hädie. Es geht irgendwie um den drehenden Stein. Das ist alles, was ich weiß. Wie anstrengend. Das war auch nicht keiner von... Nee, gut. Ich hatte schon kurzzeitig Angst, dass es einer von den Informanten war. So, hier oben ist einer. Uninteressant, uninteressant. Guten Tag. Was haben die Hädie enthüllt? Nur die Kreischer wissen es. Die Auserwählten töten jeden, der sich nähert. Das sind jetzt schon wieder die Kreischer. Oh Gott. Tach. Die Auserwählten, woher kommen sie? Die Kreischer haben sie in einem Ritual erschaffen. Alles streng geheim. Ich weiß nicht wo. Oh, weiß denn überhaupt jemand irgendwas? Solange der Hexenkönig den Palantir besitzt, werden alle Türme der Auserwählten seine Augen sein. Dann müssen wir sie blenden. Wende Schleichbeherrschung auf Bogenschützen an. Das habe ich doch jetzt schon mehrmals gemacht. Ach nein. Oh. Wo haben wir die Bogenschützen? Haben wir irgendwo noch Bogenschützen? Ich
Erfolg jetzt. Das da drüben ist kein Bogenschütze. Wer ist da noch? Guck mal hier ganz oben auf dem Dach. Ja, sehr gut. Oh ne! Ich hasse es. Ja, lief gut. Wir schreiben gerade Geschichte. Wir erheben uns gegen die Bleichwolde. Hier mal Entdeckung. Ja, was für eine Zeit, ein Uruk zu sein. Richtig, das ist sie. Sei stolz. Kann der andere sich bitte kurz umdrehen da hinten? Wäre echt dufte. Ach, weißt du was? Mach doch kein großes Gräse drum hier. Ich rieche etwas. Oh. Hoffentlich war es nicht der letzte. So. Haben wir noch irgendwo zufälligerweise einen Bogenschützen, bitte? Ich wäre darüber sehr amused. Das ist alles nur Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Was ist denn mit ihm? Ist das offen oder was? Junge, Junge, Junge. Ja, da wollte ich nicht hoch, aber okay. Ja gut, das werden wir wohl nicht mehr schaffen, die Aufgabe. Aber das ist mal danach. Nein, wirklich, ich mag das Ritual zur Erschaffung der Auserwählten. Wo findet es statt? Niemand weiß es. Wird ein Hauptmann erwählt, schicken die Kreischer einen Wurm, der ihm sagt, wo er hin muss. Alter, was wir wissen. Das ist für Sie nicht von Belang. Wir haben unsere Mission und sie die ihre. Ihre Mission ist die Vernichtung des Feindes, der uns folgt. Je mehr Wissen wir teilen, desto besser. So. Ach, guck mal, ich kann immer noch Bogenschützen vielleicht töten. Ja, gut, aber wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Entschuldigung, auf die Karte geguckt. Ja, komm, schließen wir es halt einfach ab. Kannst jetzt auch nicht erzwingen. Was haben deine Boten zu berichten? Der Hexenkönig sucht mit Hilfe der Hedir nach dem Ring. Sie erweitern die Macht des Palantirs. Orks, genannt die Auserwählten, bewachen sie. Auch wenn der Feind den Palantir besitzt, die Hedir sind trotzdem angreifbar. Gut. Wir kennen ihren Plan. Und jetzt zerschmettern wir ihn. Wir sind bereit. Gut, es hätte eh nur Geld gegeben, ne? Also von daher. So. Die drei Türme jetzt verfügbar. Machen wir mal die große Karte auf. Und schauen mal. Da hinten. So. Genau, da hüpfen wir jetzt einfach hier hin. Und dann machen wir mal dieses Online-Ding. Nur mal kurz zwischendurch. Einfach nur mal rein Interesse halber. Nur mal gucken, was es gibt. So, zack. Ich bin mal gespannt, wenn ich mal jemanden töte, der meinen Schwager getötet hat. Mal gucken. Crazy Dragon 909. Alter, er sieht aber auch echt nicht schön aus, gell? Findest du irgendwas? Ach ja, unbeholfen? Ja, Stufe 17, komm mal ran an den Speck. Elender Hund. Schöne Winterlandschaft. Kriegsbeute kannst du dir im Online-Shop, Online-Eroberung.
Bei Online-Blutrache und Online-Eroberung wird Beute nicht von feindlichen Hauptmännern, Häuptlingen oder Eroberern fallen gelassen. Stattdessen hältst du deine Leistung. Durch den Abschluss besonderer Konditionen kannst du Blutrache. Okay. Das ging mir jetzt etwas zu schnell, aber ich denke mal, da werden wir uns auch noch reinfuchsen. Spätestens dann, wenn wir online diese Sachen machen können. Dieser Ork hat viele Gefolgsleute. Er weiß, wie es läuft. Okay. Oh, warte mal, wir haben noch eine Fähigkeit frei. Die werden wir mal kurz nutzen. Zufällig irgendwas mit, wo man schneller Macht bekommt. Durch wiederholtes Antippen von L2 kann... Okay. Wirf mit L2 5 Dolche auf einmal, um mehrere Feinde auszuschalten. Nee. Elbenlicht. Winteratem. Oh, das ist Einfrieren von den... Okay. Das ist Vergiften. Das ist natürlich auch nicht verkehrt eigentlich. Was haben wir hier? Ach, das ist Eissturm. Erfrieren, Eissturm, Todesursache verursacht auch kritische Treffer. Um alle Feinde in einem Bereich vor dir einzufrieren. Das ist, ein Eissturm zerschmettert dein Ziel, was umstehende Feinde... Ah, okay. Das ist Verzehren. Verzehren erhöht deinen Zorn. Ziele während Verzehren mit R und drücke, um weitere Feinde aufzuzehren. Jedes zusätzliche Ziel kostet dich Fokus. Jo. Was war das hier nochmal? Ach, die haben ja immer nur zwei Sachen, gell? Ja. Elbenwut. Das können wir erst später noch machen. Warte mal, was haben wir hier ganz... Was ist das? Tödlicher Geist. Geisterkette. Schattenklinge. Deine erste Folgeschleichtötung verbraucht keinen Fokus. Das ist doch schon mal gut. Können gegen Bestien eingesetzt werden. Gifttrank. Annäherungsauslöser. Ziele auf Morgai fliegen. Käfig und Köter und drücke, damit sie ausgelöst werden, wenn sie sich einem Feind nähert. Was ist das hier nochmal? Bodentodestoß. Der Geist kann feindliche Angriffe mit drei Konter. Ah, das nehmen wir. Das ist gut. Endlich mal kontern, wenn die hier immer angriffen. Das ist echt anstrengend. Das ist Käse. Zur Verzerrung niedergeschlagener Feinde. Das holen wir uns dann auch noch später. Wenn die nämlich dann auf dem Boden liegen, dann zerren wir die nämlich auf. Dann lassen wir nämlich das Kontern weg, zerren die auf und gut ist. Okay, haben wir noch irgendwas? Nee, gell? Nee. Guten Tag. Okay, jetzt wollte ich ja gerade meinen Fokus machen. Na gut. Wo sind sie denn jetzt? Ach, hier unten. Den soll ich jetzt beherrschen. Okay. Na, warte mal. Erstmal den hier. Naja, gut. So. Kann ich jetzt die Möglichkeit, dass ich da entlang komme? Ja, schwieriger. Ohne dass man hier gesehen wird, ist echt anstrengend. Ach, guck mal. Oh, was ist denn hier? Das ist doch ja. Das ist ein Chef. Na. Der den er getötet hat. Na, sag ich doch.
ist doch ja... Genau, das ist nämlich irgendein General. Komische Kappe, aber okay. Du lässt mal schön den Alarm in Ruhe. So, jetzt hab ich ihn. So. Komm. Komm, seid doch mal jetzt. Komm. Gebrochen, komm. Ach, jetzt auf einmal oder was? Ja, der Hund. Ach, jetzt ist er natürlich. Ach, jetzt rennst du weg, oder was? Wie wär's schon mit Verhandeln? Hä? Die Waffen niederlegen und reden, wie Freunde. Nein? Warum nicht? Warum sind wir keine Freunde? Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Wenn du mich kurz lassen würdest, würde ich dich auch zu meinem Freund machen. Er ist ja angepasst, ja, ist gut. Was ist für ein kleiner Kampf unter Freunden? Was ist denn jetzt? Mann. Ohren zu halten! Du brichst mir das Herz! So, jetzt habe ich ne. Hallo. So, du möchtest mein Freund sein? Hallo, Freund. Und weg mit dir. Schöner neuer. Ja, ja. Also das jetzt. Boah, ist echt wieder ein General. Ich muss mal kurz weg. Ganz kurz hier hoch. Hopp. Ganz kurz leben bitte. Hä? Du hast kein Leben von dem. Danke. So. Fallen zu schießen, Junge. Das gefällt dir bestimmt auch nicht. Reicht doch. Fuck. Jetzt muss ich diese aufrollen. Oh. So. Kurz mal aufgeräumt. Ist jetzt eine Kampfbeherrschung gewesen? Nee, natürlich nicht. Ja, super, ha? Toll. Na, raus damit. So, Kampfbeherrschungen. Das ist ja nicht eine Kampfbeherrschung, sag ich doch. Das ist eine Kampfbeherrschung.
machen wir jetzt erstmal die Kampfbeherrschung voll. Wo kommen denn jetzt hier die ganzen Offiziere her? Moment. So, jetzt hier mal. Oh. Alter, wie viel sind das denn jetzt wieder? Hallo? Oh. Alter, geht ja gar nicht. Wow. Das sind aber auch echt viele. So, komm weg. Diese Schildträger sind echt anstrengend. Kann ich den hier angriffen? Alter, wie schnell die auch einfach nur sind. Natürlich, geht natürlich nicht. Okay. Den Schlag ab. Aber auch echt anstrengend, gell? Ja, gibt's nichts. Wo jetzt? Eieiei. Du kämpfst für den hellen Herrscher. Was immer du willst, heller Herrscher. Kuga. Schon gut, schon gut. Hättest du uns anschließen sollen. So, jetzt brauche ich erstmal noch ein Leben, habe ich gerade bekommen. Ein. Okay, wir kümmern uns erstmal jetzt um die Mission. Ach nee, warte mal, ich möchte mal ganz kurz was gucken. Jetzt habe ich ja zu dem einen gesagt, er soll bitte spionieren. Hä? Hä? Das gibt es gerade noch Sinn? Wo sind denn meine? Hä? Wo sind denn meine kompletten? Wo sind denn meine? Alles weg? Nee, oder? Oder ist es jetzt nur, weil ich jetzt hier die Hauptmission weiter spiele? Oh, ich will nicht alles nochmal machen. Puh, das wäre natürlich. Ja, gut, ne? Ja, ich gucke erstmal. Warte mal. Ich mache jetzt erstmal weiter. Deswegen gibt es ja auch die ganzen neuen. Ey, ich hoffe nicht, dass ich diese ganze Armee nochmal aufbauen muss. Das wäre ja echt anstrengend. Das. Oh, ach so. Das war nicht so geplant. Mal ganz kurz, kann ich erstmal kurz den Alarm wieder absinken lassen? Oh. Hallo? Puh, ich hoffe, das ist es wirklich nur wegen der Dings. Ich hab echt. Ich will nicht nochmal alle Orks nochmal machen, das wäre echt. Puh. Das müsste die. Oh, nee. Also ich hoffe, das ist jetzt wirklich nur wegen der Mission. Na gut,
Der Alarm sinkt langsam. Da unten ist der andere. Mal kurz was gucken. Okay, hier ist gerade kein Offizier, das ist in Ordnung. Kann ich kurz hier hin? So, und jetzt diesen. Und dann laufe ich weiter. Habe ich. Hoch. Hoch, genau. Hier hoch. Okay. So. Da ist noch einer. Hopp. Okay. Können wir den von hier gleich treffen? Natürlich nicht. Wow. Ja, was ist denn das jetzt hier? Zieh dich, Junge. Du bist da wieder einer. Immun gegen Hinrichtung. Ja, sehr schön. Da, jetzt habe ich noch drin, oder? Ja. Er ist Karako Reiter. Na, herzlichen Dank auch. Weg. Hoch, hoch, hoch. Junge, hoch. Hopp, jawohl. Und da hoch. Komm. So, der andere ist da drüben. Okay. Dich hole ich so. Und dann haben wir hier den letzten. Ich renke gut. Ich renke hart. Härter als der ganze Rest. Und das macht mich am bestesten. Erinnere dich jetzt und hör mich später. Ich bin der absolviert Besteste. Ja! Höre auf meinen Befehl. Ja, bist du wohl nicht bloß. Derjenige, der meine Jungs verwirrt, soll aufhören. Sie sollten doch eigentlich auf mich hören. Ein paar Treffer mit dieser Waffe, Tag, und die Dunkelheit nimmt dir all deinen Kampfgeist. Du legst dich hin und alles ist vorbei. Alter. Ach, war der Falsche. Ja, ja. Deckung gehen. Zack, einen habe ich. Gut. Oh, gut, dass es dieses Elbenblut gibt. Du hast einen Kleister gefunden. So. Ja, wir vernichten Sauron. Jetzt weiß ich auch warum. Ist, weil ich ja gerade hier Blutrache spiele. Glaube ich. Liegt es jetzt einfach daran. Ach, komm her. Das ist ja ein elender Hund.
So. Kurz das Haus. Hier hoch. So, besiege ihn. Da ist er. Zu dem was zu sagen? Unbeholfen, stimmt. Furcht vor Gift. Habe ich da zufällig gerade irgendwo was in seiner Nähe?